Herzlich willkommen zu einem neuen Star Stable Video. Heute hier ein Update auch. Ich bin gerade angekommen. Update ist da. Das neue Hindernis. Ich wollte eigentlich ein Thema ansprechen, und zwar das ist diesmal ein schönes Thema, und wir machen halt das neue Rennen. Hier ist das neue Rennen für die Mavari, für den Haik-Tikinga und für die Araber, also für die schlanken und ranken Pferde. Erstmal, hallo, ich bin Golemor Gardea, bin einer der Gründer der PVJ Fokusrennen. PVJ steht dabei übrigens für Pferde von Jorvik. Sie sind eine kleine Organisation, die vor einer Weile zu Ehren unserer wunderschönen Pferde hier auf Jorvik gegründet wurde. Meine Kumpels und ich veranstalten diesen Fokusrennen für bestimmten Pferderassen oder Rassen mit ähnlichen Eigenschaften. Wir denken, unsere Rennen sind perfekte Möglichkeit für Pferdefreunde, sich zu treffen und sich über ihre Lieben zu ihren Pferden auszutauschen. Diesmal haben wir einen Springreitparcours aufgebaut, um ihn auszuprobieren. Musst du mit einem Achaltikinger, einem Araber oder einem Mavari teilnehmen? Genau, die drei sind Wüstenpferde, deswegen haben die beiden gleichen Eigenschaften, die sind Wüstenpferde. Wenn du an den Wettbewerb teilnehmen möchtest, komm einfach zu mir und schnapp dir eine Freundin und starte ein Rennen, indem du dich auf den Tafel neben mir einträgst. Ich hoffe, ich sehe dich bald auf unserem Parcours. Du kannst mit dem Araber Mavari oder mit dem Achaltikinga am Rennen teilnehmen. Bist du bereit? Ja, bin ich. Und ich kriege keine Menschen erfangen. Okay, das ist einfach nur das Rennen. Und ich wollte heute mal ein Thema ansprechen. Urlaub. Ein Urlaub und Ferien, dachte ich mal. Oder würde ich jetzt mal, ja, dachte ich mal, ich würde es mal dann mal darüber sprechen, weil ist ja bald Ferien, und da wollen wir, dann werde ich mal Erfahrung bringen, wo ich schon überall war in den Urlaub, und ja, und wie es bei mir so in Ferien waren und so. Also, ist ja nicht mehr lange. Es gibt, manche Bundesländer haben ja schon Ferien, einige haben erst später Ferien, zum Beispiel bei uns in NRW ist es erst Anfang Juli Ferien. Und ja, und ja, da 6 Wochen, und ich habe ja nur Urlaub, also ich habe keine Ferien mehr. Ich bin ja schon lange raus mit Ferien. Und ja, und ich sage jetzt mal, wo ich überall war. Also als ich halt Ferien hatte, also 6 Wochen waren immer geil, da hat man, konnte man noch 3 Wochen irgendwie ausschlafen in zu Hause noch, wo die Eltern dann später wieder arbeiten mussten. Aber ich war ja schon in Italien. Ich war schon in Tunesien. Ich war in Kroatien. Also ich war halt nicht weiter als Kroatien, also in Europa. Also ich war noch nie irgendwie in Amerika oder Australien oder in Asien Richtung oder so etwas. Wir waren immer nur so in Europa, also Urlaub gemacht. Und ich zähle einfach die Erfahrung, wie ich da so erlebt habe und so. Also Italien ist wunderschön. Also Italien, da war ich halt mit meiner Schwester. Meine Schwester war halt damals sehr klein. Da war sie so vier Jahre alt, so glaube ich zumindest. Ich glaube, 4 war es ungefähr. Und ihr Papa,
Also ihr Vater ist halt Italiener und er kommt ja aus Sizilien, ganz da unten beim Stiefel. Und da haben wir halt das Glück, dass sie, weil da in Italien ist halt sehr, sehr teuer, also auch was auch mit Essen und Hotel und halt Urlaub da betrifft, ist echt sehr teuer, weil die ja Euro haben. Deswegen ist es halt sehr, sehr teuer in den meisten Ländern. Wenn sie Euro haben, sind die meisten sehr teuer. Und ja, und ja. Und aber wir hatten halt Glück, dass wir das halt von meiner Schwester, der Vater, ein Haus hatte, wo ihre Eltern halt wohnten. Und dann durften wir halt da übernachten und so und Urlaub machen. Und dann konnten wir immer halt zum Strand gefahren oder zu Verwandtschaften von meiner Schwester und so. Da konnten wir halt den sehen und so. Es war eigentlich ganz schön, auch nachts. Nachts ist dann halt meistens der Markt meistens offen, weil da sind viele unterwegs und da sind auch diese Springburge und so sind auch da. So Springburge und so waren halt da und da, das war so geil, da haben wir als Kind immer auch in den Springburg immer schön gesprungen und so. Zwar es war halt, ich weiß gar nicht mehr, wie viel Stunden es gekostet hat. Es hat auf jeden Fall, war glaube ich auch nicht billig, glaube ich. Ich bin mir nicht mehr sicher. Aber wir haben halt hat Spaß gehabt und so. Und da waren wir so schon Entenpark. Da war so ein Park, wo man die Enten beobachten konnten und so. Es war auch so geil. Und ja, und dann, ja, und dann, also es war sehr, sehr schön. Aber Italien, wie gesagt, Italien war es, ist sehr teuer durch Euro. Und ja, und dann der nächste Urlaub, wo ich war, war halt Tunesien. Tunesien ist halt, ja, Tunesien ist, hab ich nicht so gute Erfahrungen gemacht. Nicht so dolle. Und ja, also ich kann es, also wenn ihr da Urlaub macht, also ich würde es nicht empfehlen. Also ich finde das Land allgemein schön, aber wenn du halt durch die Straße gehst und so, da siehst du Müll rumliegen zum Beispiel. Also ich habe halt, also nicht so schön. Also das Land ist halt nicht so schön für meinen Geschmack. Also ja. Ja, das ist halt komisch geregelt da und deswegen, ja. Aber ich würde das nicht empfehlen. Also ich habe zwar keine gute, ich habe zwar, ich habe keine gute Erfahrung mit dem Land gehabt. Und das nächste Land, wo ich war, ist Kroatien. Kroatien ist echt ein beliebtes Land, gefühlt, weil Kroatien ist einfach erstens günstig, da sie ja kein Euro haben, sondern Kuna. Und das ist halt günstiger als Euro. Und da kann und ja, und dann, ja, und da wir sind immer so in einem Apartment. Und das ist richtig schön, da kann man das Auto stehen lassen. Und das Schöne ist, wenn man halt durch den Weg läuft, da ist halt immer paar Meter immer eine Bar, wo wir uns hinsetzen können und Pause machen können und halt was trinken können und so. Und wir sind ja meistens am Strand mittags. Also wir sind so Mittag, also Mittag immer am Strand, so circa. Und also auf jeden Fall bis Mittag. Also es kommt drauf an. Es gibt auch mal Tag, wo man noch länger im Strand ist, wenn jetzt das halt Freunde von uns da sind. Freunde von uns kommen ja auch noch nach und dann haben wir noch mehr Spaß und dann wird man wahrscheinlich noch länger am Strand liegen. So und chillen. Und ja, am liebsten bin ich ganz, also ich bin echt ein Wasserratte. Also ich liebe Schwimmen, also ich muss immer ins Wasser reinspringen. Also ich war immer als Kind immer eine Wasserratte. Ich musste immer, wenn er irgendwie so Wasser ist und so, und dann musste ich immer dahin. Da muss ich mich abduschen. Aber natürlich nur im Sommer. Im Winter nicht, aber im Sommer. War immer genial. Ich weiß nicht, ob ihr Legoland kennt. Ich war mal in so ein Legoland, das ist so ein Park, wo auch halt alles aus Lego ist und dann auch halt
Fahrgeschäften sind die Karussell, Achterbahne, Wasserbahn und so weiter und so fort. Und das war immer da. Es gab auch einen Bereich, wo halt Wasser nach oben, also so sie Wasser spritzten. Und ja, und da war ich als Kind immer so: Ja, ich will da, ja, ich muss unbedingt jetzt planschen. Und dann, ja, dann da habe ich geplanscht. Das war ja auch im Sommer. Es war auf jeden Fall auch 30 Grad, glaube ich, so. Glaube ich, es war auf jeden Fall an dem Tag auch heiß. Also es war echt heiß an dem Tag. Ja. Und ja. Das war sehr, sehr schön. Und ich freue mich auf jeden Fall dieses Jahr auf Kroatien. Und ich werde auf jeden Fall euch auch öfter schreiben. Also für diejenigen, die noch keine Discord mit mir befreundet sind oder auf Discord nicht befreundet sind. Ihr könnt gerne mir FA schicken, wenn ihr wollt, FA schicken, wenn ihr wollt, um halt Kontakt zu bleiben und damit ich auch mit euch irgendwie schreibe oder so, wenn ihr mich vermisst oder so. Ich weiß es ja nicht, ob ihr mich vermissen würdet oder vermissen wird, wenn ich 16 Tage keinen Stream bringe, weil ich 16 Tage bleiben wir auf jeden Fall in Kroatien und es wird halt ein langer Tag, also da werde ich halt nicht so aktiv sein wahrscheinlich, weil ich halt einfach zu viel zu tun habe. Ich habe auch keinen PC und ich will auch nicht ganze Zeit am PC rumhängen, weil mir ist Urlaub halt wichtiger und da genieße ich einfach den Urlaub. Ich mache auch Pause und so und so kann ich ihn frisch gestartet in den Stream und auch in den neuen, ja, Urlaub zurück und dann bin ich sowas von entspannt und dann kann ich entspannt halt auch wieder anfangen zu streamen und dann arbeiten wieder und ach ja, und das Ganze und ja. Und ja, und wie ist bei euch so, wenn ihr Ferien habt, macht ihr Urlaub? Also jetzt durch Corona, weil wahrscheinlich viele nicht, aber wenn Corona jetzt mal vorbei sein würde, also nicht da wäre, wohin würdet ihr denn Urlaub machen? Wo seid ihr immer gefahren? Und wo fahrt ihr sehr oft dahin oder sehr oft, wo fahrt ihr denn oft hin, wenn ihr Sommerferien habt? Und Urlaub macht, könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Das würde mich echt interessieren, wo ihr alle so Urlaub wart, welche Erfahrungen ihr gesammelt habt in Urlaub, in den Ferien, wo ihr in Urlaub wart. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Und ja, ich hoffe, dieses Video hat euch mal gefallen. Ich dachte mal über Urlaub, weil es ja auch fast Ferien ist. Es ist ja schon fast Ende Mai. Juni, Anfang Juni meistens oder mitten, Ende Juni ist ja das schon bei meisten schon Ferien. Also Norden wahrscheinlich eher. Ja, in Norden sind halt früher Ferien als in Süden. Also wie gesagt, bei uns ist es erst in Anfang Juli und in Süden, also Bayern und Baden-Württemberg, sind die letzten, die Alter. Uiuiui, ich habe mich gerade verschluckt, Alter. Tut mir leid. Die Baden-Württemberg und Bayern sind ja die letzten, die Ferien haben. Alter, ich habe mich gerade echt meine Speiche verschluckt, ey. Ich hasse das, wenn das passiert. Ich weiß nicht, ob es ihr selber kennt, aber. Boah, ey. Ja, aber dann würde ich auch sagen, ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen. Heute um 20 Uhr werde ich mit Facecam streamen, um Hot Guy, möchte mich, damit ich ihn zeigen kann, wie ich ihn real aussehe, ob er mich immer noch so hübsch findet. Von gestern, Wer weiß, ob er mich so hübsch findet, wie er sagt mit meiner Stimme hier. Also dann wünsche ich euch erstmal einen schönen Tag und wir sehen uns, hören uns heute Abend um 20 Uhr wieder. Also dann, mach's gut. Ciao.